Willkommen zum nächsten Lötvideo hier bei eHajo. Das Lötvideo zum Thema die 10 typischen Fehler, die man beim Löten macht, kam mega gut an. Ihr habt ein paar Fragen gestellt und da gehe ich jetzt drauf ein. Und zwar auf eine Frage insbesondere und zwar SMD-Löten. Was ist SMD-Löten? Was kann man da machen? Ob ich irgendwelche Tipps dazu habe? Und die Tipps, die ich habe, damit ihr wirklich problemlos SMD-Löten könnt, seht ihr in dem Video. Also schaut es euch einfach an. Schreibt es dazu in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Tipps nicht gewusst habt und probiert es danach einfach aus und dann würde mich interessieren, ob ihr es dann jetzt hinkriegt oder nicht, weil eigentlich ist SMD-Löten nicht mal ansatzweise so schwer, wie ihr alle glaubt. Und dass das so ist, zeige ich euch jetzt gleich mal. Davor erkläre ich euch noch ganz schnell, was SMD ist. Es gibt diese bedrahteten Bauteile, wie ich es euch im vorherigen Video gezeigt habe, also irgendwelche Bauteile, wo wie beim Widerstand ein Draht draussteht. Also bedrahtete Bauteile sind irgendwelche Widerstände, Transistoren, Dioden, wie man sie halt ganz klassisch kennt von früher. Man hat also ein Draht, man bohrt ein Loch in die Platine, steckt den Draht durchs Loch durch und lötet auf der anderen Seite. Man hat also eine Bauteilseite und man hat eine Seite, wo man anlötet. Lötseite, Kupferseite. Jetzt ist es so, dass man nicht Löcher bohren muss. Wer selber Platine gemacht hat, weiß, wie unglaublich mühsam das ist. Man muss Löcher bohren, man muss die Bauteile biegen, man muss die Drähte da reinstecken. Industriell wird das schon wieder schwierig, da braucht man richtig krass komplizierte Maschinen dafür. Deswegen gibt es irgendwie, also auch deswegen, ich habe es deswegen verwendet, wenn ich selber Platine gemacht habe, weil mir einfach das Löcherbohren irgendwann zu blöd war, gibt es die sogenannten SMD-Bauteile. SMD, Surface Mount Device, das Bedrahtete, der Fachausdruck dafür, THT, Through-Hole Technology, so rum. Also durch ein Lochstecktechnologie. Und hier sind wir plötzlich bei Surface Mount Devices, also auf der Oberfläche montierte Dinge. In dem Fall Widerstände, ICs, ich habe jetzt hier eine Platine vom Fume Tractor und da hat man keine Löcher mehr, da hat man nur noch zwei Pads oder wenn es ein IC ist, mehrere Pads und da muss das Bauteil draufgelötet werden. Wir fangen jetzt erstmal an, ihr habt unten in der Videobeschreibung die Kapitel, da könnt ihr es euch durchklicken, wenn euch jetzt das nicht interessiert und euch interessiert was anderes, wisst ihr ja eh schon YouTube und so. Wir fangen mit Widerständen an. Bauform 1206 0805, ich habe hier eine SMD-Lötübung mitgebracht, die gibt es bei uns für ein paar Euro im Shop zu kaufen, da kann man das mal probieren, wer das will. Und wir werden das Ganze mit Hausmitteln machen, wir werden mal gucken, was für Fehler viele Leute machen. Ich habe hier einen sehr hochwertigen Ersa Icon Nano-Lötkolben mit einer 0,4 mm Bleistiftspitze. Also eine wirklich sehr, sehr kleine Spitze. Da schauen wir uns mal an, was man da für Fehler machen kann. Und ansonsten löten wir rudimentär. Ich habe hier diesen großen, dicken Lötkolben, den ihr vom letzten Mal noch kennt. Mit dem werden wir das löten. Ich habe den Hakko FX888 mit einer 2,4 mm breiten Spitze. Mit dem werden wir das löten. Und ich habe was mitgebracht, weil wir machen das mit Hausmitteln. Vielleicht hat das jemand daheim. Ich habe hier eine Heißluftpistole von Steinl, die ich für die Schrumpfschläuche verwende. Mit der werden wir das auch mal probieren, weil das klappt nämlich auch ganz gut. Was wir uns jetzt aber erstmal anschauen, sind die absoluten Basics. Was wir brauchen, ist definitiv nämlich beim SMD-Löten ein Flussmittelstift. Das haben viele auch beim ersten Video schon total komisch gefunden, dass man Flussmittel braucht. Normalerweise hat man Flussmittel in Lötzinn in der Mitte drin, das habe ich euch im letzten Video ja gesagt. Dieses Lötzinn reicht, wenn man jetzt einen Kupferdraht verlötet oder wenn man irgendwie einen Widerstand in eine Platine reinlötet. Ein 1 mm Lötzinn reicht es. Wenn ich jetzt so kleine SMD-Bauteile mit einem 1 mm Lötzinn löte, dann habe ich gleich so einen riesen Boppel Lötplops drauf und das taugt dann nichts. Deswegen soll man fürs SMD löten und das ist schon mal der erste Fehler, den man machen kann. Passendes Lötzinn verwenden. Ich verwende normalerweise 0,5 mm für SMD-Löten. Das ist so meine Lieblingsgröße an Lötzinn. Da hat man allerdings wenig Flussmittel in der Mitte drin. Deswegen muss man auf jeden Fall, Fehler Nummer 2, auf jeden Fall richtig viel Flussmittel verwenden. Ich bevorzuge eigentlich, weil ich auch schon gefragt wurde von euch, ich bevorzuge diese Flussmittelstifte. Die sehen halt dann irgendwann vorne so aus, dass diese Filzspitze durchs viele Verwenden halt einfach komplett verdrückt wird. Aber ich mag diese Dinger. Die haben ein Kugelgelenk innen drin. Das heißt, die Spitze, wenn das Filzteil hier vorne austrocknet, trocknet nicht der ganze Stift da hinten aus. Da hat man eine Flüssigkeit drin. Und wenn man dann diese Spitze da reindrückt, hat man quasi dieses Ventil. Und dann benetzt sich der Stift da vorne mit Flussmittel und man kann den wunderschön auf eine Platine tippen. Den mag ich ganz gerne, den verwende ich eigentlich ausschließlich. Man kriegt ihn aufgeschraubt und kann dann auch das Flussmittel wieder nachfüllen und so. Also das ist eine tolle Lösung. Das ist mein
absoluter Favorit. Ich gucke, ob ich irgendwo was in der Art finde. Ich habe den ewig und film schon seit, ich glaube, 15 Jahren nach. Wenn ich was finde, packe ich es euch in die Videobeschreibung. Alternativ dazu gibt's diese Flussmittelstifte. Er ist leer, weil ich ihn einfach irgendwann mal aufgebraucht habe. Der hat vorne so einen leichten Pinsel drauf. Ist auch ganz schön, da kann man halt einfach feinfühliger irgendwelche Bauteile einstreichen. Ich mag die nicht, weil ich meistens beim Zumachen die Haare umknicke und einklemme und benutze sie dann ein paar Mal und dann ist er kaputt. Deswegen mag ich die nicht so gerne. So, dann legen wir gleich mal los und löten mal die ersten Widerstände drauf. Ich zeige euch da ein paar Tipps und Tricks und ein paar Fehler, die ihr vielleicht machen könnt. Und danach gehen wir dann zu ICs, erstmal größere ICs, also so Bauteile mit vielen Beinchen, so wie hier jetzt diesen Mikrocontroller auf meinem Programmer. Nur halt nicht bedrahtet, so wie den kann man ja relativ easy hier hinten durchlöten, sondern wir gehen mal auf deutlich kleinere ICs. Ich zeige es euch mal hier an der Fumetractor-Platine, zum Beispiel sowas hier, da haben wir 0,7 mm in etwa Abstand zwischen den Beinchen, da wird es dann schon spannend und da schauen wir uns auch an, wie wir das ohne Probleme ganz einfach gelötet kriegen. Wir fangen gleich mit dem ersten Fehler an, den ich euch vorher schon gezeigt habe. Ich habe jetzt wirklich einen ziemlich teuren Lötkolben, die Ersa Nano liegt bei irgendwie 200 irgendwas Euro. Die hat sehr gute Leistung, die kann auch vorne wirklich gut die Spitze heizen. Und das Problem, das wir jetzt aber nichtsdestotrotz haben, ist, dass diese kleine Spitze, ich zeige euch das jetzt mal hier direkt am Mikroskop, ihr könnt euch das hier wirklich schön anschauen, dass diese kleine Spitze das Problem hat, dass man relativ schwer die Wärme auf die Pads drauf kriegt. Also man muss da schon einen schönen Lötklecks erstmal auf die Spitze drauf machen und dann versuchen, diesen Lötklecks auf das Bauteil runter, auf das Pad runter zu kriegen. Und wie man jetzt hier schon erkennen kann, das wird nicht so sonderlich toll. Also das funktioniert nicht gut, weil man einfach einen punktuellen Übergang hat von der Spitze zum Bauteil. Die Spitze selber ist relativ dünn, die hat also brutal wenig Reserven. Da hat man also echt nicht sonderlich viel Spaß, weil es gibt viele Leute, ich war früher auch so, ich war auf einer Fachmesse und bin von Lötkolbenhersteller zu Lötkolbenhersteller gelaufen und habe gesagt, ich brauche einen Lötkolben mit einer ganz, ganz kleinen Spitze. Und dann heißt es immer, ja, warum? Ich habe gesagt, ja, ich habe hier so kleine SMD-Bauteile zu löten. Und dann hat ein Lieferant gesagt, naja, das geht nicht mit einer kleinen Spitze. Und da habe ich mich erstmal richtig damit beschäftigt. Wenn wir jetzt dieses Bauteil mit der Größe 1206 da anlöten wollen, dann klappt es mit einer kleinen Spitze schon auch. Also man kann sich da behelfen, man muss halt wirklich schön seitlich, so wie ich es jetzt hier gerade mache, schön seitlich draufgehen mit der Spitze, dann kriegt man die Wärme schon übertragen. 1A Qualität. Wenn man jetzt hier nochmal mit der Lötspitze einfach seitlich drauf geht, so wie man es beim Bauteilbeinchen machen wird, dann sieht man hier schon, boah, das quält sich richtig anständig und irgendwann hat man dann einen Punkt erreicht, da hat man die Spitze in das Pad reingedrückt und dann fängt es mal an, irgendwann zu schmelzen. Aber man sieht schon, das ist mühsam mit so einer dünnen Spitze. Also wirklich Fehler, nehmt nicht eine zu kleine Lötspitze her. Dass das Ganze wirklich so ist, zeige ich euch jetzt mal, indem wir einfach mal diesen großen Prügel verwenden und mit dem das Bauteil anlöten. Ich kann es euch nicht zeigen. Haben wir eingesteckt. Was hat einer gesagt? Hier unten unter der Nase soll man hintippen, da hat man mehr Gefühle für warm. Der wird nicht warm. Ich habe den ja geschenkt gekriegt, der ist uralt. Er ist kaputt. Ich kann es euch nicht zeigen, tut mir leid. Macht nichts. Dann gibt es mal irgendwann ein Reparaturvideo. Wahrscheinlich hat einfach irgendwo das Kabel einen Schlag ab oder so. Wir haben ja alles da. Ich zeige es euch mit der Hakko-Lötstation. Da habe ich eine 2,4 mm Spitze drauf. Die ist brutal breit. Ich zeige es euch jetzt mal hier, dass ihr eine Größenordnung kriegt. Wenn ich jetzt mit der Lötspitze hier auf das Pad hinfahre, dann ist die deutlich breiter wie das Pad von dem Bauteil. Das stört uns aber gar nicht. Also da hat man immer so Bedenken, oh, die Lötspitze ist zu groß. Natürlich wäre jetzt hier eine 1,6 mm Lötspitze perfekt, die exakt gleich breit ist wie das Pad. Haben wir nicht. Nutzen wir auch nicht. Wir nutzen jetzt einfach mal die. Und jetzt guckt euch das mal an. Mit der Lötspitze einfach mal auf das Pad hin. Und schwupp, schon wird das, ich muss glaube ich doch hier hingucken, und schon wird das ganze Pad in 0, nix aufgeschmolzen. Also das geht richtig flott. Ich fahre hin, schwupp, aufgeschmolzen, dann kann ich das Bauteil reinstecken seitlich. Genauso lötet man SMD im Übrigen. Da gibt es ein eigenes Video, das verlinke ich euch mal, wie man so Bauteile anlötet. Also schwupp, schon verlötet. Und wenn ich jetzt hier seitlich dran fahre, ich schiebe den Widerstand wieder weg. Vorher habt ihr gesehen, habe ich richtig drücken müssen, bis die Wärme mal im Pad drin war. Jetzt schiebe ich hier seitlich so leicht hin. Zack, und schon habe ich es weg. Das geht richtig flott so.
Also verwendet bitte nie eine zu kleine Lötspitze. Jetzt sind wir beim nächsten Problem. Ich habe das jetzt hier gelötet, ich löte noch die zweite Seite. Und jetzt sieht man schon, man hat das jetzt zwar gelötet, aber wirklich 100% perfekt. Und gefallen tut mir das jetzt so noch nicht. Denn man muss auf jeden Fall, großer Fehler, Fehler Nummer 3, glaube ich, sind wir. Ich bin bei der Nummerierung, ich schreibe mir ja nichts auf, ich mache mir kein Drehbuch. Fehler Nummer 3, man lötet den ersten Teil an, dann lötet man den zweiten Teil an und dann ist alles gut und vergesst das Bauteil. Das kann zu Problemen führen mit dem ersten Pad. Wenn ihr also den Widerstand anlötet, dass ihr zum Beispiel, wie ich es euch schon mal erklärt habe, erst Lötzinn auf das erste Pad gebt, dann den Widerstand reinschieben, dann Lötzinn auf das zweite Pad geben und dann fertig. Das kann zu Problemen mit dem ersten Pad führen. Und zwar können da wieder irgendwelche Mikrorisse, kalte Lötstellen und so weiter entstehen. Also immer auf jeden Fall nochmal das erste Pad kurz einmal erwärmen, noch einmal kurz nachheizen. Dann geht's am besten. Wenn ihr jetzt die Lötstellen anschaut, dann sind die schon okay. Aber ich habe euch ja gesagt, wichtig, verwendet einen Flussmittelstift, weil Flussmittel einfach dafür sorgt, dass das Ganze nochmal besser fließt. Ich zeige es euch jetzt mal, damit ihr wisst, wovon ich rede. Wir sehen hier das Lötzinn noch relativ, ich zeige es euch mal hier noch relativ kantig da oben. Also da hat man jetzt kein richtig schönes Lötzinn. Da unten ist auch nicht so 100% geflossen, hier auch noch nicht. Ich klatsche jetzt einfach mal Flussmittel drauf und bei Flussmittel ist wirklich so, viel hilft viel. Also da könnt ihr ruhig, gib ihm. Wenn ihr nicht reinigendes, also No-Clean-Flussmittel verwendet, dann müsst ihr es nachher nicht mal sauber machen. War auch ein Thema im letzten Video, Lötwasser und so Zeug, das ist immer ein bisschen säurebasiert. Da rostet euch das Kupfer zusammen, das oxidiert euch weg, die Platine wie nichts. Da müsst ihr immer putzen danach mit einem speziellen Leiterplattenreiniger. Wenn ihr No-Clean-Flussmittel verwendet, dann wird die Leiterbahn davon nicht angegriffen in der Regel. Jetzt haben wir Flussmittel drauf. Ich tippe jetzt nochmal hin und dann hört man es auch schon gleich und zieht es auch gleich zischen. Dann schmilzt es nochmal richtig schön auf, auch hier unten. Man sieht auch schön, wie es fließt, das Lötzinn. So muss das dann ausschauen. So sieht eine vernünftige SMD-Lötstelle aus. Ob das jetzt ein bisschen schräg drauf ist, das Bauteil ein bisschen daneben liegt oder so. Sobald die Pads zum Großteil bedeckt sind, so wie hier, ich meine, der untere Widerstand ist jetzt leicht schräg, das stört keinen. Also da müsst ihr nicht mit ultimativer Liebe hingehen und die Bauteile exakt reinpacken, das muss nicht, definitiv nicht sein. So, jetzt haben wir die Bauteile mit diesem Lötkolben verlötet, das geht soweit. Wenn ihr jetzt zum Beispiel diesen Heißluftlötkolben verwendet von Steinel, dann zeige ich euch jetzt einen richtig geilen Trick. Und da werdet ihr jetzt mal definitiv staunen, was da passiert, wenn man mit Heißluft lötet. Ich löte jetzt mal ein Bauteil, einen Widerstand hier drauf. Und zwar bewusst nicht schön. Ich löte den Widerstand bewusst richtig schräg drauf, weil wir gestern einfach zu viel getrunken haben und nicht mehr gerade gucken können. Und deswegen kriegen wir es nicht besser hin, als den Widerstand so drauf zu löten. Und da das jetzt wirklich, also ich habe gesagt, ihr könnt sie schräg drauf löten, aber so schräg bitte nicht. Also das wäre dann schon echt, wer so lötet, nee. Und jetzt kriegen wir das ganz toll hin. Und zwar nehmen wir jetzt einfach diesen Heißluftlötkolben von Steinl. Ihr könnt irgendeinen Heißluftlötkolben nehmen oder Heißluftpistole, was ihr daheim habt. Vermutlich könnt ihr ein Feuerzeug nehmen. Und dann gibt es so kleine Spitzen dazu, bei dem zum Beispiel, dass man vorne eine feinere Düse hat. Ist jetzt nicht zwingend notwendig. Es wird gleich laut werden, deswegen erkläre ich euch jetzt einfach mal, was ich mache. Vermutlich wird auch mein Kabel hier wegschmelzen und vermutlich wird auch mein Unterteil hier kaputt gehen davon. Aber alles für die Wissenschaft. Ihr gebt anständig Flussmittel auf diese Bauteile drauf. Also die müssen wirklich schwimmen im Flussmittel. Und jetzt heizt diesen Heißluftföhn oder was für ein Gerät ihr habt, anständig hoch und dann einfach mit kleinen Kreisbewegungen über die Bauteile fahren und dann schaut euch mal an, was passiert. Ihr werdet es gleich sehen. Schaut und staunt. Natürlich geht das mit einer Heißluftflöte irgendwas besser, wo man eine Luftmenge einstellen kann, wo man eine Temperatur einstellen kann. Aber habt ihr es gesehen? Das Bauteil ist total schief drauf, war, macht plupp und dann liegt es gerade drauf. Also das ist eine Funktion, gerade wenn ihr sowas daheim habt. Manche
legen die Platine in eine Pfanne, das würde ich jetzt persönlich nicht machen. Wenn ihr so eine Heißluftpistole oder sowas daheim habt, einfach mal drüber gehen über die Bauteile, anständig Flussmittel drauf, über die Bauteile nochmal drüber, dass das Lötzinn aufschmilzt. Vielleicht am besten gerade von oben, ich hatte die Möglichkeit nicht, weil da ein Mikroskop im Weg war, gerade von oben, dann pustet es nicht die ganzen Bauteile von der Platine. Aber selbst wenn man schräg reinpustet, wie ich es gerade gemacht habe, habt ihr gesehen, auch das funktioniert. Und dann richten sich die ganzen Bauteile nochmal aus und eventuelle Kurzschlüsse gehen raus. Und diese ganzen kalten Lötstellen, die ihr eventuell produziert habt, sind auch weg. Also das mit einer Heißluft ist ein ultimativ geiler Tipp. Also den probiert es aus. Es macht richtig Spaß. Ihr habt danach so wie hier unten den Widerstand. Der liegt perfekt drin durch die Oberflächenspannung des Lötzins. Zieht den hin und es klappt. Es geht richtig gut, wie ihr seht. Das war jetzt das Thema Bauteile. Es gibt von der Bauteilgröße her, das war jetzt 1206. Das ist schon oberes Ende von SMD-Bauteilen. Es gibt 0805. 06, 03, habt ihr in diesem Lötbausatz, in dieser Lötübung alles mit drin. Jetzt gehen wir zu ICs. Das sind diese kleinen Krabbeltiere mit Beinchen auf der Seite dran, wie wir es hier zum Beispiel haben. Und da schauen wir uns jetzt wieder das Problem an. Wir nehmen eine möglichst kleine Lötspitze her. Wie man lötet, wissen wir ja schon. Erstmal ein Beinchen mit Lötzinn bedecken, dann das Bauteil rein, dann auf der anderen Seite nochmal gegenüberliegenden Pad idealerweise verzinnen mit dem Bauteil. Dann hält es schon mal und kann immer raus, dieser IC. So, wenn wir jetzt einen ultimativ kleinen Lötkolben nehmen, weil wenn man jetzt hier guckt, wenn ich jetzt hier mit dem Lötkolben löten will, dann sagt jeder, boah, der hat ja einen kompletten Knall. Da kann man ja drei Beinchen auf einmal löten. Dann nehme ich lieber einen Lötkolben mit einer ganz dünnen Spitze. Dann kann ich hier ganz, ganz fein hinfahren und kann hier wirklich Beinchen für Beinchen verlöten. Und da sieht man schon, das Lötzinn haftet jetzt lieber da unten irgendwo, auf der Unterseite von der Spitze, irgendwann kriegt man schon hin, dass es rüberläuft. Und dann muss ich jetzt hier Beinchen für Beinchen verlöten. Die Hitzeübertragung ist nicht immer ideal. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal wirklich diesen breiten 2,4 mm Lötkolben und klatschen einfach mal anständig Lötzinn drauf. Richtig schön großflächig Lötzinn drauf. Und wie man jetzt schon erkennen kann, sieht man, ne? Das ist schon verlötet. Das war's schon. Alle Beinchen sind wirklich schön verlötet. Ich muss da nicht zu jedem Beinchen einzeln hin. Ich zeige es euch nochmal auf der anderen Seite. Bei der Bauform kann ich wahrscheinlich sogar einen 1 mm Lötzinn nehmen. Alle Beinchen verlötet. 1,27 mm Abstand von den Beinchen im Übrigen. Alle Beinchen sofort verlötet. Was wir jetzt allerdings sehen, wir haben einen Kurzschluss drin. Und das ist ein wichtiger Tipp, den ich euch geben will und den haben ein paar auch ins Video geschrieben. Da gibt es jetzt Leute, die sagen, ja, erstmal anständig drüber. Also die klatschen hier richtig großflächig Lötzinn drauf, tschack, tschack, so, gib ihm. Und was machen sie dann? Sie holen das überschüssige Lötzinn mit Entlötlitze runter. Da habe ich euch auch ein paar Tipps beim Entlötvideo gegeben. Wenn ihr das jetzt mit Entlötlitze runterholt, kann das funktionieren? Ich mache das definitiv nicht und ich empfehle es nicht. Ich sehe es als Fehler an, denn diese SMD-Bauteile sind relativ empfindlich. Wenn ich jetzt hier mit der Lötlitze Entlötlitze hinbrate und hier anständig Hitze drauf gebe, dann reiße ich mal vielleicht ein Beinchen ab. Ich beschädige die Platine. Es gibt wirklich nur Probleme. Ich habe damit definitiv keine gute Erfahrung gemacht. Wir machen das ganz einfach. Wir sehen hier, wir haben einen Kurzschluss drin. Was machen wir? Wir putzen erstmal den Lötkolben ab, damit wir eine saubere Spitze haben. Und dann schmelzen wir diesen Kurzschluss einfach auf und ziehen mit dem Lötkolben nach außen weg. Habt ihr es gesehen? Weg. Jetzt hängt dieses Lötzinn hier auf dem Lötkolben drauf. Denn der Lötkolben hatte die Eigenschaft, dass er hier vorne das Lötzinn aufnehmen kann. Und wir ziehen einfach drüber, schmelzen das auf und ziehen es nach außen weg. Lötstelle sauber, Kurzschluss entfernt. Total einfach, problemlos, oder? Also ich finde das immer eine gute Möglichkeit. Wenn es jetzt mal gar nicht gehen sollte, weil es irgendwie ganz ein blöder Kurzschluss ist, ich kriege wahrscheinlich eh keinen so blöden Kurzschluss hin, das schauen wir uns dann nachher bei einem kleineren Bauteil an. Wenn es gar nicht gehen sollte, dann müsst ihr einfach wieder Flussmittel drauf geben. Flussmittel drauf. Und dann mit Hilfe des Flussmittels den Kurzschluss aus dem Chip rausziehen. Zischt es ein bisschen, zieht es raus
und dann habt ihr eine super tolle Lötstelle. Auch hier wieder, wenn ihr wollt, könnt ihr mit Heißluft danach drüber gehen, dann habt ihr danach wieder eine richtig tolle, perfekte, schöne, saubere Lötstelle. Dann kann auch vielleicht das Zinn noch ein bisschen unten reinfließen, das vorher nicht gemacht hat. Einfach Flussmittel drauf, Heißluft drauf, perfekte Lötstelle. Jetzt habe ich euch das mit der Platine gezeigt. Ich habe hier vorne eben, wie gesagt, 1206, es sind auch ein paar ICs dabei. Bei den ICs sieht es so aus, die haben einen kleineren Beinabstand. Das könnt ihr euch hier mal angucken. SOT-Gehäuse, also Small Outline Transistor eigentlich. Das ist, glaube ich, ein Logikbaustein, den ich hier dabei habe. Den Chip haben wir auch dabei beim Bausatz. Und bei dem schauen wir uns das jetzt mal an, weil er hat schon deutlich kleinere Beinchenabstände. Ich weiß jetzt nicht auswendig. Ich glaube, die Beinchenabstände sind irgendwas 0,9 oder so. Also die sind hier schon etwas kleiner. Ich könnte euch den Käfer mal gern auf meiner Hand anschauen, damit ihr eine Größenordnung kriegt. So groß ist der. Und auch den löten wir jetzt. Ihr werdet es nicht glauben. Ihr glaubt es natürlich schon, weil ihr wisst schon, wie verrückt der Ehayo ist. Auch den löten wir jetzt mit der breiten Lötspitze. Wir benetzen erstmal hier die Pads. In dem Fall alle drei. Weil die Lötspitze ist so breit, dass wir gleich alle drei auf einmal löten können. Nehmen unser Bauteil. Machen alle drei Pads gleichzeitig heiß. Und schieben das Bauteil da rein. Und jetzt sagt jeder euch, braucht aber eine kleine Lötspitze, ich muss da Beinchen für Beinchen verlöten. Habt ihr gerade gesehen? Muss man gar nicht. Und das ist jetzt ein Hakko-Lötkolben mit einer etwas längeren Spitze. Also da habe ich auch deutlich längeren Abstand von meinem Handstück vorne zur Spitze hin. Bedeutet, ich zitter vielleicht auch schon wieder ein bisschen mehr mit dem Lötkolben. Aber selbst das macht gar nichts aus. Wir löten noch die zweite Seite und schauen jetzt mal, was bei einem kleineren Bauteil wie dem hier mit einem kleineren Beinchenabstand passiert, wenn wir hier einen Kurzschluss reinkriegen. Geht nämlich bei dem relativ schnell, da muss ich nicht viel drauf löten, ein bisschen Lötzinn zu viel und schon habe ich einen Kurzschluss drin. Dann haben wir da jetzt wieder das Gleiche. Wir können mit Entlötlitze dran gehen, empfehle ich wie immer noch nicht, weil bei gerade dem kleinen Bauteil, die Leiterbahn ist wirklich in 0, nichts kaputt. So schnell kann man gar nicht schauen. Wir probieren es erstmal einfach mit dem Lötkolben. Wir haben hier einen Kurzschluss drin. Wir ziehen mit dem Lötkolben rein, ziehen nach außen weg und schon haben wir einen Großteil des Kurzschlusses weg. Bei kleinen Bauteilen muss ich das Ganze einfach öfter machen. Ich mache es nochmal. Ich ziehe rein und hebel nach oben und ziehe nach außen weg. Also ich stecke den Lötkolben auf das Pad, bewege ihn dann nach oben und streiche wirklich das überflüssige Lötzinn nach außen weg. Und jetzt kann man schon erkennen, der Kurzschluss ist schon weg. Sollte das ein Problem geben, weil der Kurzschluss wie immer nicht leicht rausgeht, uns ärgert oder was auch immer, weil so ein Mikrokurzschluss ist sowas wie das jetzt hier, ein ganz, ganz kleiner Kurzschluss, dann geben wir einfach wieder anständig, wirklich anständig Flussmittel drauf, halten den Lötkolben drauf und dann sieht man schon, habt ihr das gesehen? Der Lötkolben zieht das überschüssige Lötzinn richtig weg. Ich hoffe, das ist ein Tipp, der euch wirklich bei SMD-Löten weiterhelfen kann, weil gerade bei ICs, kleinen Beinchenabständen, da haben echt viele Leute immer ein bisschen Panik davor. Müsst ihr nicht. Flussmittel drauf. Nehmt lieber eine breitere Lötspitze, weil da seid ihr auf der besseren Seite. Nehmt keine zu kleine Lötspitze, nehmt kein zu dickes Lötzinn und nehmt bitte, bitte keine Entlötlitze. Da macht es in der Regel die Bauteile oder die Leiterbahnen, die bei SMD normalerweise sehr dünn sind, da macht es die kaputt und da macht es euch keine Freude. Da könnt ihr wieder Fehler suchen, die ihr nicht haben wollt. Jetzt noch zum Abschluss, wem es interessiert, bleibt einfach dran. Ich löte jetzt nochmal ein Bauteil komplett mit Heißluft, also komplett mit dem. Und zwar in dem Fall einen FT230 USB nach Serialwandler. Der hat einen relativ kleinen Beinabstand, könnt ihr es euch anschauen, hat sehr viele Beine. Den löten wir jetzt hier auf der Rückseite von der Lötübung. Gibt es nämlich zufällig ein Pad für den. Da löten wir den jetzt drauf. Ihr könnt es euch mal anschauen, wie das rein mit Heißluft geht. Und dann könnt ihr ja mal entscheiden, ob ihr vielleicht für 60, 70 Euro so eine günstige Heißluftpistole oder so holt. Weil da könnt ihr ganz gut löten damit. Wer noch dran bleibt, vielen Dank, dass ihr noch zuschaut bis zum Ende. Der Rest, haut ein Abo raus. Ich freue mich gerade mega. Ich habe über 100 Abonnenten am Tag. Es ist Irrsinn. Es macht einfach richtig Spaß, Leute. Ich bin richtig froh. Also es ist einfach toll. Es ist ein richtig tolles Gefühl, dass ihr mich so unterstützt hier auf YouTube und ich würde mich echt freuen, wenn es mich da weiterhin unterstützt mit eurem Abo. Aber wie gesagt, ich löte jetzt noch. Also ciao, nur für die, die jetzt keinen Bock mehr haben, weil es genug von meinem Geschwafel haben. Wenn wir das Ganze jetzt mit Heißluft verlöten, bedeutet das, wir brauchen erstmal Flussmittel und Lötzinn ohne Ende. Wir packen Lötzinn auf jedes Pad drauf.
Wir haben jedes Pad jetzt hier mit Lötzinn benetzt. Wenn man das industriell macht, dann nimmt man Lötpaste für sowas. In dem Fall nehme ich einfach Lötzinn, weil wir haben keine Lötpaste daheim. Keiner von uns hat Lötpaste. Also ich schon, aber kein Hobbyanwender. Ich muss jetzt erst noch schnell das Bauteil runterlöten. Das mache ich mit Heißluft. Und schon ist unten. Ich habe jetzt die Platine aus dem Gesperrtlager gepackt. Also so könnt ihr relativ schnell SMD-Bauteile entlöten. Heißluft drauf, ein bisschen hochheben. Die Platine runterfällt, dann ist das Teil draußen. Ne? Das geht ganz gut. Wir löten jetzt dieses Bauteil, ich zeige es euch mal. Es hat schon sehr kleine Beinchenabstände. Wir haben hier eine ganze Handvoll Kurzschlüsse drin, so wie es ausschaut, aber das geht alles gleich weg, da braucht es gar keine Angst haben. Werdet ihr gleich sehen. Wir löten das Bauteil jetzt mit Heißluft hier auf die Platine drauf. Ich mache das nämlich so, ich gebe erstmal anständig Flussmittel auf die Pads drauf. Dann gebe ich anständig Flussmittel auf das Bauteil selber drauf. Wie immer, viel hilft viel. Und dann gehe ich kreisförmig mit der Hitze von oben drauf und verlöte das Ganze, bis alles aufschmilzt. Und dann werdet ihr eh sehen, was passiert. Jetzt habe ich ein bisschen zu früh weggezogen, weil ich dachte, es ist schon ausgekühlt. Also immer ein bisschen länger warten. Jetzt habe ich das Bauteil drauf. Das hält jetzt auch schon soweit. Und nun gebe ich nochmal Flussmittel drauf, weil wir sind dabei, viel hilft viel immer noch. Und jetzt löte ich einfach nochmal drüber mit der Heißluft. Und schon ist das Bauteil mit diesen ultimativ kleinen Beinchen auch schon verlötet. Es sieht jetzt ein bisschen komisch aus da oben, weil der Footprint scheinbar, also die Pads passen nicht ganz hundertprozentig zum Bauteil. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Das ist ein bisschen zu weit auseinander, die Pads. Aber die Kurzschlüsse, habt ihr wundervoll gesehen, die hat es einfach rausgezogen. Ne? Wir haben hier nirgendwo mehr Kurzschlüsse drin, auch hier auf der rechten Seite. Das, was man jetzt hier zwischendrin sieht, diesen Dreck, das ist das Flussmittel, was hier zwischen den Beinchen noch so bräunlich rausschaut. Das ist das Flussmittel, das kann man dann mit einem Leiterplattenreiniger wegmachen, muss man aber nicht, kann man theoretisch auch drauf lassen, hat keine negativen Eigenschaften. Also so könnt ihr auch so ICs mit Heißluft verlöten. Wir gucken es uns jetzt nochmal an, weil ihr seid immer noch da, ihr guckt es immer noch zu, ihr wollt Informationen von mir, deswegen kriegt sie natürlich auch. Wenn wir jetzt hier einen Kurzschluss drin haben, bei so einem Bauteil, dann wird das schon ein bisschen schwieriger, weil da hat man relativ schnell einen Kurzschluss mit 0,7 mm oder was Abstand zwischen den Beinchen, da wird das relativ schnell. Wenn ich jetzt hier einfach nur mit dem Lötkolben drauf halte und nach außen wegziehe, sieht man schon, das kann jetzt zwei, dreimal machen. Da kriege ich den Kurzschluss nicht raus. Da ist die Kapillarwirkung zwischen den Beinchen zu groß. Die Oberflächenspannung haut uns da einen Hund rein. Da kriegen wir den Kurzschluss nicht raus. Da brauchen wir wieder Flussmittel. Und zwar meistens relativ viel Flussmittel in dem Fall. Wir gehen drauf, Flussmittel und ziehen raus. Und dann sieht man schon, der erste Kurzschluss ist schon draußen. Nochmal Flussmittel draufgeben, nochmal rausziehen. Rausziehen. Da hat man es jetzt richtig gut gesehen. Da ist das Lötzinn richtig zum Lötkolben geköpft. Also da hat man jetzt schon gesehen, da geht wirklich was weg. Das Lötzinn wird immer weniger, was da uns den Kurzschluss bereitet. Nochmal und schon ist der Kurzschluss draußen. Also so kriegt es auch bei sehr kleinen Beinchenabständen nur mit Hilfe von Flussmitteln und auch einer breiten Lötspitze das Ganze wirklich problemfrei raus. Ich hoffe, das Video hat euch ein paar Tipps geben können, die ihr nicht gehabt habt. Vielen Dank, dass ihr bis hier durchgehalten habt und bis zum nächsten Video. Ciao!